Um den Fisch, also um einen Fisch, geht es jetzt auch bei uns. Allerdings ist der eher nichts für die Pfanne, weil dazu ist er einfach zu teuer, Ali. Okay, weiß ich nicht. Ja, jetzt zu einer Geschichte, die hat mit einem Vatertagsgeschenk begonnen. Und dann hat die ganze Familie so viel Feuer gefangen, und dass sie jetzt ein ganzes Geschäft draus gemacht haben. Und da hängt das Herz der ganzen Familie dran. Sie kennen den Max und sie mögen ihn. Eine Runde Kraulen muss jeden Tag sein. Koi sind Karpfen und schon besondere Zeitgenossen. Die Bertha kennt der Max eigentlich von klein auf und sie ist absolut unverkäuflich. Ein Karpfen als Familienmitglied. Das war so der erste riesengroße Fisch, den wir gehabt haben. Den haben wir seit 2004 da schwimmen und mittlerweile hat er knapp einen Meter, bei 98 cm liegt er gerade. Also das ist die absolute Spitzenklasse da drin. Das ist von der Qualitätsbeste, was wir mit Schwimmer haben. Ist aber die Ausnahme. Also es gibt viel, viel günstigere Fische, die wir mehr haben. Also Preissegment ist jetzt da zwischen 6.000 und 10.000 Euro im Schnitt. Aber das ist wirklich die Ausnahme, dass die Leute auch sehen, was kann aus so einem Fisch werden. Das Bauersche Koi-Refugium ist im niederbayerischen Zinzenzell bei Straubing. Hier fing alles an, und zwar im Mini-Format. 1992 hat Hildegard Bauer ihrem Mann Edgar zum Vatertag zwei kleine Koi aus dem Baumarkt geschenkt. Heutzutage ist Sohn Max mit im Geschäft und macht schon einen Großteil der Arbeit. Sein Vater Edgar ist ein richtiger Koi-Self-Made-Man und war im früheren Leben Vertriebsdirektor bei einer Investmentfirma. Mit Japan hatte er eigentlich nichts am Hut. Aber durch die Karpfen ist das Bauersche Anwesen ein japanisches Paradies geworden. Eigentlich sind Koi ziemlich pflegeleicht. Sie halten Sommer wie Winter in ihrem Teich aus. Was stimmen muss, ist die Wasserqualität. Und dazu ist eine gute Filteranlage ganz wichtig. Wenn man so hört, wie Edgar seinerzeit angefangen hat mit seinen beiden Baumarkt-Koi im selbstgegrabenen Teich. Der erste Filter, den hat mein Vater gottselig gebaut. Und zwar haben wir da eine Goldfischlage gehabt mit 3 Kubikmeter. Und da war natürlich das Wasser immer grasgrün. Kein Filter, keine Pumpe, keine Ahnung. Und der Vater hat damals einen Eimer genommen und hat das mit Taschenmesser so sauber ausgeschnitten und ein Rohr reingesteckt, dass das dicht war. Und hat dann Kies und Sand reingegeben. Und dann haben wir das Wasser da durchgepumpt. Und haben gesagt, Opa, mach mal, was dein Spaß. Und siehe da, nach 3-4 Tagen ist das Wasser sauberer geworden. Das war der erste Filter. Heutzutage sind die Filter der Bauers schon professioneller, aber beileibe keine Hightech-Geräte. Edgar und Max orientieren sich am liebsten an den japanischen Koi-Züchtern und schwören auf traditionelle Wasseraufbereitungstechnik für ihre Lieblinge. Und die sind munter, wie eben Fische im Wasser sein sollen. Das ist ein sogenannter Hi-Utsuri, ein schwarzer Koi mit roter Zeichnung. Und den kauft sich jetzt ein Koikichi, ein Koi-Freund. Walter Quint kommt dafür aus Rheinland-Pfalz nach Niederbayern. Aber was bitteschön bewegt einen Menschen, einige hundert Euro für einen Karpfen hinzulegen? Ich kenne das Ball in Rende. Draußen am Teich zu sitzen, mit der Englischer, der Fisch zu gucken, zu füttern. Man hat immer was zu tun. Zweimal im Jahr haben die Bauers in Japan zu tun, in Niigata, das ist im Westen von Japan. Und weil Edgar seit Jahrzehnten hier seine Koi kauft, ist er mit so manchem Züchter schon richtig befreundet. Seine Koi-Connections sichern ihm die schönsten Fische. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es hat wirklich auf der ganzen Welt 1992 keinen Menschen gegeben, der so wenig Ahnung von Koi oder Fisch gehabt hat wie ich. Und mittlerweile war jetzt die Familie, die Koi-Bauer Family, 68 Mal in Japan, vor 2 Jahren in Indonesien. Man fliegt da hin, war früher so ein Tagesausflug wie nach Straubing. Das ist jetzt ganz normal. Und es ist faszinierend, was da draus entstanden ist. Weil wenn man dann einfach, wenn man was will, und wenn man an was total Spaß hat, dann kann man auf einmal die Nummer 1 in Deutschland werden, ohne dass man das eigentlich wollte. Der Fisch ist jetzt ruhig. Es ist keine Koi-Kosmetik, die Hildegard Bauer hier betreibt. Sie sucht nach Parasiten. Regelmäßig kommt auch ein Tierarzt, der sich auf Fische spezialisiert hat. Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema in diesen Karpfenteichen.
Und es geht nicht nur ums Geld, sondern um liebgewonnene Haustiere. Wir sehen das, wenn ein Fisch irgendwas feit, wenn der rumsteht, keine Lust hat zum Fressen, dann weiß man auch, hoppati, irgendwas stimmt mit dem Fisch nicht. Und dann ist die erste Maßnahme, dass man so einen Kontrollabstrich macht, schaut man eben die Schleimhaut an und man sieht halt dann nur mit dem Mikroskop, ob da Parasiten drauf sitzen. Eine extra Quarantänestation gibt es auch. Schließlich sollen die Karpfen pumpelgesund sein. Sie sehen aus wie Edelsteine im Wasser. Sie können zwischen 50 Euro und 25.000 kosten und sind tatsächlich eine Anschaffung fürs Leben. Die werden 35, 40, 45 Jahre alt. In japanischen Zeitschriften ist was festgehalten, dass ein Koi 65, 65 bis 85 Jahre alt wird. Aber wir denken mal, wenn die Filterung passt, wenn das Wasser passt und wenn die Fische gesund sind, parasitenfrei, dann werden die locker 40, 45 Jahre alt. Die Bauers und ihre außergewöhnlichen Schmusetiere. Sogar das Futter machen sie selber. Eine Leidenschaft, die man nur schwer erklären kann. Es ist schon so, dass Hildegard, Edgar und Max nicht nur von ihren Kois leben, sondern auch für sie. Mit den eigenen Fischen schwimmen gehen, so sieht also bei den Koi-Bauers die Entspannung aus und der Feierabend. Ja, tolle Sache, würde ich sagen.